Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde FIFA 20 zusammen mit MG. Guten Tag! Und MG ist auch auf dem Bronze-Trip angekommen. Ja, ich habe meinen ersten Bronze-Spieler. Ich weiß zwar nicht, wie er heißt, aber Kramaric wurde ersetzt. Können wir doch gucken. Hut! Er hat Hut und Hut. Ja, genau. Das Traumduo. War das Absicht? Nein. Nee. War Absicht, dass ich den gekauft habe? Ja, aber der Popam im Namen war nicht Absicht. Ja, zu dir wollte ich, Traoré. Dann hat doch alles funktioniert. Hatte gerade einen kleinen Wasserunfall, Freunde. Gut, dass er Kanu hat. Gut, dass ich Kanu habe, da bin ich da kurz durchgeschippert. Gar kein Problem. Und gut, dass ich nichts getroffen habe eigentlich, außer ein bisschen die Tastatur, aber geht schon. Oh. Guter Anfang von meiner Mannschaft. Guter Anfang. Solange dein Bronzespieler kein Tor macht, bin ich zufrieden. Mein Hut? Ja. Der hat aber gut Tempo. Deswegen hat er auch 1000 gekostet. Er zahlt 1000 für einen Bronzespieler. Ich immer 200 hier am Start, weißt du? Das ist ein 64er Bronzespieler, hat 72 Tempo. Abgesehen davon würde ich auch nie einen 64er Bronzespieler kaufen, aber ja. Ich glaube, der ist schneller als Ud. Weiß jetzt nicht, ob das ein Achievement ist oder so. Schneller als Ud zu sein. Ja. Dann kannst du meine Oma hinstellen, die ist schneller als Ud. Das weiß ich nicht. Ja, guter Pass. Oh! Nee. So wollen wir hier gar nicht anfangen. Da hätt's beinahe gehutet. Gehutet? Ja. Horten hört ein Hu, oder was, ne? Ja. Ah, wohin geht dieser Pass schon wieder? Zu mir. Hab ich jetzt auch so gesehen, eigentlich. Ich glaube, das liegt am Wasser auf der Tastatur. Ja, weil du mit dem Gamepad spielst. Ah, fuck, ey. Lauf doch weiter, der bleibt stehen. Irgendwer hat den Pass und bleibt stehen. Ich habe auf meinen Monitor gespuckt. Warum machst du denn sowas, ne? Wolltest du auch einen Wasserunfall haben, oder was? Ja. Gute Grätsche. Das Einzige, was er verteidigungstechnisch kann, der Fresh. Ah, was mach ich da? Abseits? Das ist abseits, oder? Was macht mein Keeper da, ey? Der chillt erstmal. Gelb für Ud, klare Sache. Warum nochmal? Weiß ich nicht. Gut, da sind wir schon zwei. Alter. Dankeschön. Bitte. Ja, weil ich einen Foul gemacht habe. Also, ich bin Sportsmann. Danke. 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 Was? Einwurf für ihn? Der prallt an seinem Bein ab und Einwurf für ihn. Alter, er hält mich mega fest. Ich hab nicht mal irgendwas gedrückt. Ich muss seinen Frustlebkuchen. Ah, ich habe keine Lebkuchen mehr. Ah, ist er drin. Wunderschön. Ich glaube, der Bronzespieler hat mehr gekostet als Ud. Ja, wahrscheinlich.
Geht doch, ey. Er schießt einen Ausgleich. Mit dem Bronzespiel. Ja, gut, du hast einen Bronzespieler als Stürmer. Oh, Beini sogar. Das kostet 5 Euro in die Kasse. Ne? Was? Beini kostet 5 Euro in die Mannschaftskasse. Wie Beini? Durch die Beine geschossen. Ach so. Ein Tunnel meinst du? Bei uns hieß das Bein. Beini. Ja. Als ob. Der schon wieder natürlich weg, ey. Ist der untrennbar mit dem Ball verschmolzen? Ja. Der ist ins Kanu gestiegen und gibt Gas seitdem. Ach so. Tippert da vor sich hin. Guck. Ja. Ah, da liegt noch am Boden. Ja, gut. Der ist verletzt. Nice. Ja, schade. Ja. Bleib mal zieh stehen. Noch mehr, Junge! Ich hab nur einmal. Mich richtig weg. Scheiße, ich hab nur einmal B gedrückt. Ja, reicht scheinbar, um mich komplett wegzuficken. Aus dem Leben zu holen. Wie ist der jetzt bei dir gelandet? Mit dem einen habe ich gekretscht, mit dem anderen angegriffen. Wahrscheinlich, oder? So was ist ein Bronzespieler. Alter, das machen zum Teil nicht mal Goldspieler. Ich hätte so eher gerechnet, ja, der landet jetzt im Publikum oder so ein Scheiß. Ja. Bin dafür, dass Jogi Löw den demnächst ins Nationalteam beruft. Wo spielt denn der? Welche Mannschaft? Keine Ahnung. Also du siehst, ich bin mega gut vorbereitet über diesen Einspieler. Ja, ich weiß auch nicht, wo Kanu und Dings spielen. Hab vergessen, wie der heißt. Richardson, oder wie der heißt. Baker Richardson. Ich dachte schon, ey. Alter, der ist halt unstoppable, der Junge. Ich mag den, ohne Witz. Ich bin am überlegen, ob ich den drin lasse. Du hast auch 500 Jahre gebraucht, um den auszuwählen. Davon mal abgesehen. Ja, wenn, muss ich schon gute Spieler suchen. Ich habe immer direkt zack, okay, den nehme ich fällig. Gar kein Ding. So, jetzt muss ich hier vom Kabel runter. Auch noch Sonderwünsche. Ich würde sagen, ich muss mir was Neues zu trinken eingießen, aber nein. Ich würde empfehlen, direkt aus der Flasche zu trinken. Ja, aber das sind so Soda-Stream-Flaschen und die kann man nicht waschen. Also nicht in der Spülmaschine. Ich habe übrigens, das muss ich jedem erzählen, meine Spülmaschine repariert. Ja, ich habe es gelesen auf Twitter. Warte, wie ich sie repariert habe. Nach russischer Methode, oder? Draufhauen. Nee, nach Informatiker-Methode. Ja, ein- und ausstecken. Ja, Stecker ziehen und wieder rein. Das Problem war, die hat, sobald man angemacht hat, abgepumpt. Egal, also man hat nicht das Programm angemacht, konnte man gar nicht, die hat direkt abgepumpt. Ach so. Und ich habe nachgelesen, ja, das ist der Schwimmer, weil es einmal scheinbar nicht richtig abgepumpt hat, pumpt er jetzt immer ab. Ja gut, das ist ein Reset-Fehler, also normalerweise. Eigentlich nicht offiziell. Eigentlich muss man das trocknen, das Ding. Und das Wasser unten rausholen und so. Ich habe aber gedacht, ja, guckst du mal, was passiert, wenn du den Stecker ziehst und wieder reinsteckst. Aber der Stecker ist natürlich nicht mal eben so irgendwo erreichbar, sondern hinter der Arbeitsplatte, wo man erst die Spülmaschine rausziehen muss. Dann habe ich gestern mal eben die Spülmaschine rausgezogen, nachdem ich rausgefunden habe, wie ich die Easy rauskriege. Ja, schade. Jetzt geht deine Spülmaschine wieder. Jetzt ging sie gestern wieder, ja. Der Fehler hört sich fast an wie von meiner Waschmaschine, die ich mal hatte. Ich habe sie weggeworfen, wohlgemerkt. Die hatte das Problem, jedes Mal, wenn die geschleudert hat, hat die ein Programm vergessen. Ja. Und hat von neu angefangen. Oder nice. Irgendwas anderes gemacht. Ein Vollwaschgang hat auf einmal 10 Minuten gedauert oder so. Oh, Programm vergessen. Oh, fertig. Läuft. So, war in dem Moment der Rufus unter den Waschmaschinen. Unsere letzte Waschmaschine ist gegen die Trommel geschlagen. Cool.
Das war nicht ganz so nice. Wird nicht unbedingt leise gewesen sein. A, das und B, auch gefährlich, ne? Wenn das Ding hochgeht, ey, dann schau Kakao. Da willst du nicht in der Nähe stehen. Nee, glaube ich dir. Deswegen dann, als wir das bemerkt haben, ins Bad gegangen, schnell den Stecker gezogen, damit gar nichts mehr passiert. Und dann erstmal Fadi angerufen, der erstmal geguckt hat, aber die Waschmaschinen früher konnte man ja noch reparieren, heute gar nicht mehr. Nee, die sind so verbaut wie die Motoren von Autos mittlerweile. Ja. Also früher konnte man auch noch ein bisschen was machen, mittlerweile machst du was. Nee, wir haben dann auch nachgelesen, wenn es das eine Ding gewesen wäre. Also mein Vater meinte wohl, das ist immer dasselbe, ich weiß nicht mehr was. Bei so Trommelschlägen eigentlich. Oh Gott, ey. Er macht sogar einen Hattrick. Zwar kein Lupen rein, aber er macht ihn. Ja, aber der meinte wohl, das ist immer dasselbe irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr was. Keine Ahnung. Ein Relais vielleicht oder so? Könnte sein. Und die kann man theoretisch austauschen, kostet auch nichts. Ne? Mhm. Also 5 Euro oder so. Oder so. Ja. Wenn es hochkommt. Plus noch Süßigkeiten für meinen Vater, die schon mit inbegriffen sind in den 5 Euro wahrscheinlich. Und ja, kommst du aber nicht ran. Musst du die komplette Trommel für ausbauen und was weiß ich. Dann machst du mehr kaputt beim Ein- und Ausbau. Na, da haben wir gesagt, komm, hol mal eine neue. Ja, fuck. Besonders, ne, selbst hätten wir die repariert, hätte die dann noch ein Jahr gehalten vielleicht und dann hätten wir eh eine neue gebraucht. Ach, schade. War nur ein bisschen Lieferschwierigkeiten mit der, die wir geholt haben. Ne? Ich bin echt gespannt, wer zweitbester hinter Hut wird. Keine Ahnung, eigentlich kann es jeder werden. Bisher hat keiner was gerissen von den anderen. Aber Hut hat sich extra eine gelbe abgeholt. Hut hat sich sogar eine gelbe abgeholt. Kann wenn er ja noch ein Tor macht, ja. Dann kann er eine Bude machen. Ja, aber Bude, wenn das macht, dann ist ja, er schon dann ist er zweitbester. Gut dabei. Ja, da kommt es echt auf die Verteidigungsstatistik von den einzelnen Spielern an. Wahrscheinlich, wird es ein Verteidiger vielleicht sogar. Ja, schade. Ich gehe mir zu weit vor. Bei der Halbzeit ist ein bisschen so ein Hin- und Her-Geplänkle, kann das sein? Ja. Ich muss jetzt mal zwei Buden machen hier. Ja, mach doch. Hat er auf sehr offensiv gestellt? Immer wenn er sowas sagt, stellt er auf sehr offensiv. Ehrlich gesagt habe ich noch genau 0 umgestellt. Steht noch auf defensiv. Bist du auf defensiv? Ja, ja, immer. Standardmäßig. Okay. Schon seit FIFA 2005 oder so. Ja, abseits. Oh, der war auch rein. Bei mir war der vorbei. Der war am Pfosten innen rein. Dann hatten wir eine andere Grafik. Das ist aber komisch. Bei mir hat der das sein. Außenlicht da, was da hing, getroffen. Da wollte ich nicht hin. Oh, schön abgefangen. Ja. Ja, aber dann der Fehlpass. 0, zu viel Platz. Ja, zu wenig, ne? Ach, was macht der da? Ja, ich drehe mich genau falsch, ne? Ja. Den Schritt zu langsam. Ja, nee, einen Schritt. Genau perfekt gelaufen. Einer vielleicht. Ah! Das war der Schritt zu langsam. Na, ich tue wieder was für meine Passquote. Muss ja laufen, ne? Ah! Oh, hey, genau. Immer noch einer dazwischen, ne? Ja, komm, spiel halt nochmal den Pass. Und geht der. Ja, das ist der Schlusspfiff. Gucken wir mal, wer der Zweitbeste war. Der Beste wissen wir. Es wird halt wirklich gut, der Ball kriegt.
So, zweitbester. Tolisso, oder? 8-0 bei mir. Bei mir ist es Uth. Uth, wie viel? 8,6. Und Tolisso? Hat 8,5. 8,5 nur, okay. Krass. Ja, dann. Ja, okay. Darf trotz gelber Karte. Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei Gaming Ninjas vorbei. Ansonsten noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.